Fette Welle Seegespräche. Jugendliche fragen Erwachsene. Das wollten wir schon immer mal wissen. Heute mit... Was war für Sie wichtig in unserem Alter? In Ihrem Alter war wichtig für mich zum einen die Schule. Das ist ein Thema, das beschäftigt wahrscheinlich jeden in diesem Alter. Aber auch zum anderen Sport. Ich habe damals sehr aktiv Tennis gespielt, auch in einer Mannschaft. Bezirksliga damals im Bezirk Neckar 1. Und da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Ab einem gewissen Alter wurden dann auch zunehmend Mädchen für mich wichtig. Kann man ja auch mal zugeben, ob man in einem Interview ist. Und insofern, ja, schöne Zeit, tolles Alter. Und ich kann für mich noch sagen, ich habe mich damals wahnsinnig auf die Chancen und auf die Möglichkeiten gefreut, die das Leben einem so bietet. Also insofern ein perfektes Alter war das damals für mich. Okay. Was machen Sie als erstes, wenn Sie in Ihr Büro kommen? Als erstes, wenn ich in mein Büro komme, versuche ich knitterfrei meinen Sakko aufzuhängen. Dann laufe ich zum Schreibtisch. Wenn es gut läuft, liegt der Südkurier schon da. Dann als nächstes wird der Rechner hochgefahren und dann kommen die beiden Damen aus meinem Vorzimmer, legen mir die Tagesmappe zurecht und besprechen die wichtigen Termine durch. Und dann ist es auch schon relativ schnell 8.30 Uhr und die ersten Termine beginnen. Also vor 8.30 Uhr gibt es in der Regel keine Termine, keine externen Termine bei Ihnen. Was müsste ich tun, wenn ich auch mal Kapitän, also Oberbürgermeister von Überlingen werden möchte? Das ist eine sehr gute Idee, weil das zeigt mir, dass sich vielleicht auch junge Leute für dieses wunderschöne Amt interessieren. Wichtig ist, einen Berufsweg einzuschlagen, der einem die Grundlagen für so ein Amt bietet. Das kann vielerlei bedeuten. Zum einen passenden Studiengang sich auszusuchen, aber, und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für mich, auch ein gehöriges Maß an Berufserfahrung vorher zu sammeln, gerne auch außerhalb einer Verwaltung, um dann tatsächlich die vielfältigen Aufgaben, die auf einen einströmen, wahrnehmen zu können und in jeder Situation gut vorbereitet zu sein, weil das ist Merkmal des Oberbürgermeisteramtes, nicht nur in Überlingen, sondern generell. Es sind sehr viele unterschiedliche Fragestellungen, die auf einen einströmen. Und immer muss man eine Antwort dazu haben. Das ist nicht ganz einfach, aber wenn man sich das so ein bisschen zu Herzen nimmt, was ich gerade gesagt habe, dann sehe ich gute Chancen, dass Sie irgendwann mal Oberbürgermeisterin in Überlingen sein können. Okay. Dürfte ich als Jugendlicher auch zu Ihnen kommen und mir was wünschen? Sehr gerne sogar. Also ich versuche immer sehr ansprechbar zu sein für die Bürgerschaft. Es ist tatsächlich so, dass ich viel zu wenig Briefe und E-Mails von jungen Überlingerinnen und Überlingern bekomme. Das heißt, ich würde mir eigentlich wünschen, noch mehr in Austausch zu treten mit der Jugend in Überlingen. Heute Abend sind wir gemeinsam in der Realschule, da gibt es einen 50-jährigen Festakt. Aber, und da spekuliere ich auch so ein bisschen auf das Jugendforum im November, vielleicht haben wir die Chance in absehbarer Zeit, uns gemeinsam in einem Jugendgemeinderat in Überlingen auszutauschen. Dort werden wir dieses Thema vorstellen und auch besprechen. Und ich möchte einfach herausfinden, möchten die jungen Leute diesen Jugendgemeinderat oder möchten sie nicht? Und ich glaube, die Chancen dafür stehen recht gut. Was machen Sie als Oberbürgermeister denn für Jugendliche? Naja, sagen wir mal so, in erster Linie decke ich die gesamten kommunalen Aufgaben ab, gemeinsam mit dem Gemeinderat und meiner Verwaltung, die wir zu erledigen haben. Und eine Vielzahl der Aufgaben, die wir gemeinsam bearbeiten, betreffen junge Leute, Jugendliche. Da gehört eine Schulentwicklung, wir haben gerade gestern den Schulentwicklungsplan besprochen, aber auch die Möglichkeit für junge Leute, sich im Stadtgebiet zu treffen, Sportanlagen zu haben. Wir sanieren gerade den Sportplatz auf der Mühlen. Wir machen uns Gedanken, wie geht es mit dem Seesportplatz weiter. Wir möchten dort Le Parcours-Geräte etablieren. All das sind ja Fragestellungen, die junge Leute betreffen. Und ich verrate Ihnen jetzt auch was ich bisher öffentlich noch nie gesagt habe. Ich mache mir auch Gedanken, wie ein zukünftiger Jugendtreff in Überlingen aussehen könnte, wo sich junge Leute tatsächlich treffen im Stadtgebiet. Und das ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Ja. Wann haben Sie als Oberbürgermeister mal eine Flaute unter Rücken gewählt? Und wie
wie sind Sie damit umgegangen? Naja, eine Flaute hat man dann, wenn es im Gemeinderat zu Entscheidungen kommt, wo man sich einen anderen Beschlussvorschlag überlegt hat, weil man glaubt, dass das das richtige Vorgehen ist für die Stadt. Und der Gemeinderat sagt, nein, wir möchten eine andere Entscheidung herbeiführen. Das ist dahingehend eine Flaute, weil man in dem blauen Augenblick erstmal glaubt, nicht das umsetzen zu können, was man sich erhofft hat für die Stadt. Aber am nächsten Tag sieht es dann schon wieder anders aus. Und Rückenwind hat man immer dann, wenn man tolle Nachrichten bekommt, dass Projektfortschritte tatsächlich realisiert werden können. Dass es Fördermittel gibt für beispielsweise die Landesgartenschau oder wie wir es jetzt vor kurzem bekommen haben, 250.000 Euro zusätzlich für den Parkhausbau am neuen Schulzentrum. Wenn der Gemeinderat entscheidet, dass unsere Realschule und das Gymnasium weiterhin neunzügig sein dürfen, das ist für mich ein Riesenglück, weil da können wir ein viel breiteres Schulangebot unseren Schülern machen, als wenn es nur achtzügig wäre. Das ist echter Rückenwind, das sind schöne Erfolge und die genießt man in dem Augenblick auch so ein bisschen. Und da mache ich auch keinen Hehl draus, es war auch wahnsinnig schön zu sehen, wie der FC Überlingen in die Landesliga aufgestiegen ist. Also es müssen nicht immer die ganz großen Sachen sein, sondern kleine Erfolge im sportlichen Bereich oder im kommunalen Bereich können schon auch für Rückenwind sorgen. Wo haben Sie in Ihrem Leben einen sicheren Hafen, wo Sie mal zur Ruhe kommen? Also einen sicheren Hafen habe ich zu Hause bei uns im Garten mit meiner Frau. Wir haben so einen kleinen Teich und der kleine Teich hat eine gute Wirkung, nicht so gut wie der Bodensee, wie ich gerade feststelle. Aber Wasser hat immer was Beruhigendes. Und da zu sitzen und wenn dann noch Freunde vorbeikommen, dann ist das schon ein sicherer Hafen, weil dann weiß man, wenn man es nicht möchte, wird man mal eine Stunde nicht aktiv angesprochen, kann einfach zur Ruhe kommen, sich Gedanken machen, sich sortieren. Und die Goldfische zählen, die im Bereich sind. 11 Stück an der Zahl. Allerdings von den 11 Goldfischen sind nur noch 8, ne, 3 sind noch Gold und 8 sind inzwischen leicht schwarz. Keine Ahnung. Jetzt habe ich eine letzte Frage. Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Naja, ich würde mich mal auf 3 Dinge festlegen wollen. Zum einen meine Frau, dass es nicht so einsam wird. Das ist ja schon mal ein guter Ansatzpunkt. Zum anderen ein gutes Buch, weil wenn eine Insel einsam ist, dann muss man sich auch irgendwie die Zeit verbringen. Und ansonsten noch eine gute Fee, die mir alle Wünsche erfüllt, die ich auf der einsamen Insel dann habe. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Ja.